Durch Impfung im Frühjahr schützt man sich vor Zeckenbissen, im Herbst vor einer Grippewelle. Während die eine Impfung sehr stark angenommen wird, bei der Grippeimpfung verhält es sich anders. Viele scheuen sich davor. Ja, es ist leider wirklich so, der Österreicher ist hinsichtlich der Grippeimpfung eigentlich impffaul. International ist es so, wie Beispiel England oder Deutschland oder Schweiz, da ist die Impfrate für die Grippeimpfung wesentlich höher. Bei uns ist eigentlich nur jeder Zehnte Grippe geimpft. Dabei muss man wirklich ganz objektiv sagen, ist die Grippeimpfung ein guter Schutz. Sie ist zwar kein hundertprozentiger Schutz gegen die Grippe, aber man weiß, dass wenn die Grippe kommt, die Verlaufsform, wenn man geimpft ist, also wesentlich harmloser ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir immerhin im Jahr in Österreich in etwa 1500 Grippe-Todesfälle haben. Die Grippe, wenn sie schwer verläuft, kann zu schweren Lungenentzündungen führen, doppelseitige Lungenentzündung zum Beispiel, oder auch zu schweren Herzmuskelveränderungen. Wir haben auch schon junge Leute verloren, die nach einer übergangenen Grippe eine schwere Herzmuskelentzündung gehabt haben und eigentlich dann nicht mehr zu retten waren. Also Grippe, die echte Grippe ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Und es wird weltweit empfohlen, dass eigentlich jeder, also alle sich eigentlich Grippe impfen lassen sollten. Viele haben aber Angst vor den Nebenwirkungen. Es ist belegt, dass die Nebenwirkungen eigentlich relativ harmlos sind. Es sind meistens eine lokale Rötung oder eine lokale leichter Schmerz an der Injektionsstelle. Aber die Nebenwirkungen sind eher mild und wirklich harmlos. Vielfach wird behauptet, dass gewisse Serer von der Pharmazie aus ökonomischen Gründen forciert werden. Sie denken jetzt, Pharmaindustrie wird immer wieder teilweise hingehackt oder auch auf die Ärzte, denen vorgeworfen wird, Verhältnisse zur Pharmaindustrie haben. Aber erinnern Sie sich, wie man Angst gehabt hat vor der Schweinegrippe oder vor der Vogelgrippe. Und man war dann froh, dass es pharmazeutische Konzerne gibt, die dagegen Gegenmittel oder antivirale Substanzen entwickelt haben. Dann ist auf einmal die Pharmaindustrie gut genug und dann sollen sie produzieren. Also wichtig ist generell, dass man nicht über das Ziel hinausschießt, und wichtig ist zu betonen, dass wir Ärzte gemeinsam mit der Pharmaindustrie am Wohl unserer Menschen und am Wohl der Bevölkerung interessiert sind.